Yorkshire, England, 1738. Von hier macht sich ein 10-jähriger Bauernjunge auf, der größte Entdecker aller Zeiten zu werden. Für viele wird er dadurch zum Helden. Für andere zum Schurken. Sein Name Captain James Cook. 1769 leitet er Englands erste große wissenschaftliche Entdeckungsreise. Zu jener Zeit hatte er schon den Pazifik durchquert und fremde Völker und Kulturen entdeckt, immer auf der Suche nach dem legendären Südkontinent. Würde der gefunden, so Cooks Vorgesetzte, könnte Großbritannien endgültig zum mächtigsten Staat der Erde aufsteigen. Auch ich bin auf die Reise gegangen und folge den Spuren des legendären Entdeckers. Mich interessiert nicht vorrangig, was er tat, sondern vielmehr, wer er war und warum er tat, was er tat. Das Great Barrier Reef vor der australischen Ostküste. 11. Juni 1770, kurz vor 11 Uhr nachts. Die Endeavour läuft mit voller Wucht auf ein Korallenriff. Gelingt es Cook nicht, sein Schiff wieder flott zu machen, sind er und all seine Männer dem Tod geweiht. Wasser bricht ein. In Windeseile wirft die Mannschaft Ausrüstung, Kanonen und Vorräte über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Bis zur Küste sind es 32 Kilometer. 100 Menschenleben hängen am seidenen Faden. 23 Stunden lang kämpfen die Männer an den Pumpen. Dann endlich können sie ihr Schiff vom Riff befreien. Weiterhin dringt jedoch Wasser ein. Der Seekadett Jonathan Monkhouse erinnert sich zum Glück an eine alte Seemannstechnik. Die Männer ziehen ein Segel unter dem Schiff hindurch und verschließen das Leck wie mit einer Bandage. Alle an Bord überleben, vorerst zumindest. Sie gewinnen kostbare Zeit. Außer Gefahr sind sie jedoch noch nicht. 3 Tage dümpelt die schwer beschädigte Endeavour Richtung Küste. Cook entdeckt einzelne Rauchfahnen und das bedeutet Menschen. Und die lassen sich nur da nieder, wo es Trinkwasser gibt. Wie so oft in seinem Leben ist James Cook wieder einmal das Glück hold. Er findet die breite, flache Mündung eines Flusses, den er Endeavour River tauft. Südlich von dieser Stelle liegt heute die Stadt Cairns. James Cook benötigte damals für seine Reise entlang der Küste von der Botany Bay bis hier 5 Wochen. Ich schaffe die Strecke in 3 Stunden. Unter mir das große Barriereriff. Seine Ausdehnung entspricht etwa der Strecke London-Moskau. Kaum zu glauben, dass es Cook durch dieses von Korallen geschaffene Labyrinth überhaupt so weit nach Norden geschafft hat. Der Ort, an dem James Cook mit der Endeavour landete, heißt heute Cooktown. Die nächste Stadt, Cairns, liegt rund 300 Kilometer südlich von hier. Die Verbindungsstraße wurde erst 2006 asphaltiert. Vorher gab es nur eine Schotterpiste, in der Regenzeit kaum passierbar. Cooktown lag also immer sehr isoliert. 1770 aber, als die ersten Europäer hierher kamen, war dieser Ort wie von einem anderen Stern. Die Männer waren zu jener Zeit mehr als 16.000 Kilometer von der Heimat entfernt. Dort hatte niemand eine Ahnung, wo sie waren.
Als James Cook hier ankam, war der Ort menschenleer. Die Feuer, die er gesehen hatte, waren längst erloschen. Anhand seiner Aufzeichnungen wissen wir, dass er die Endeavour genau hier auflaufen ließ. Die Männer zogen sie an Land und kippten sie auf die Seite, um den Rumpf zu reparieren. Sidney Parkinson, der Schiffszeichner, ruderte ein Stück raus und hielt von dort die Szene im Bild fest. Verzweifelt verarbeiten die Zimmerleute sämtliches Material, das sie finden können, um das Loch im Rumpf zu flicken. Ohne seetüchtiges Schiff sind sie dem Tod geweiht. Alles, was Cook auf der Reise zusammengetragen hat, würde an diesem einsamen Strand zurückbleiben. Die Beobachtungen über den Transit der Venus, die ersten Karten von Tahiti und Neuseeland und tausende naturwissenschaftlicher Proben, die Joseph Banks und die anderen Wissenschaftler an Bord gesammelt haben. Bringt der Kapitän sein Schiff nicht nach Hause, wäre all dies umsonst gewesen. Während der übrigen Reise setzt Cook sein Schiff kein zweites Mal auf Grund. Man muss sich vorstellen, er fährt nach Tahiti, um ganz Neuseeland herum, entlang der australischen Ostküste, durchs Great Barrier Reef. Ständig fertigt er Karten an, strandet dabei aber nur einmal. Eine Meisterleistung. Es spricht Bände über seine Führungsqualitäten, dass er auch diese Situation meisterte und seine Männer rettete. Andere wären vermutlich gescheitert. James Cook und seine Crew verbringen annähernd 2 Monate am Endeavour River, einem fremden, geheimnisvollen Ort mit äußerst seltsamen Bewohnern. Es war von heller, mausgrauer Farbe, hatte die Größe eines Greyhounds und besaß einen langen Schwanz. Erst hielt ich es für einen Wildhund, aber so wie es rannte und hüpfte, hatte es keinerlei Ähnlichkeit mit einem mir bekannten europäischen Tier. Es gelang den Männern, eine dieser merkwürdigen Kreaturen zu erlegen, die Sidney Parkinson dann zeichnete. Es war das erste Mal, dass Europäer ein Känguru zu Gesicht bekamen, was sie aber nicht hinderte, es anschließend aufzuessen. Wenig später dann eine denkwürdige Begegnung. James Cook trifft auf Aborigines, die australischen Ureinwohner. Zunächst verläuft alles friedlich. Als die Eingeborenen jedoch merken, dass die Seeleute große Mengen Nahrungsmittel bunkern, kommt es zu Spannungen. Sie sitzen zunächst in freundlicher Runde am Feuer. Cook und seine Männer waren aber vermutlich allzu gierig. Die Aborigines sind sehr ungehalten, als sie an Bord der Endeavour 12 Meeresschildkröten entdecken, die die Crew als Reiseproviant gefangen hatte. Sie wollten im Grunde nur ihren Anteil, das gehört zu ihrer Kultur. Ihr habt unsere Schildkröten gefangen, einen Teil möchten wir zurück. Und vielleicht noch etwas anderes dazu. Cook und seine Crew ließen sich darauf aber nicht ein und so kam es schnell zum Streit. Dank mündlicher Überlieferungen von Generation zu Generation kann Eric Darrell vom Volk der Guugu Yimidir auch heute noch genau erzählen, was sich damals ereignete. Ihre Vorfahren zündeten das Camp der Briten an und Cook persönlich soll einem ihrer Leute ins Bein geschossen haben. Das stimmt. Sie legten das Feuer aus Enttäuschung darüber, dass die Seeleute nicht teilen wollten. Sie waren einfach schockiert, dass die so viele Schildkröten an Bord hatten. Ein diplomatischer Albtraum. Für uns heute ist es einfach zu sagen, dass man fremden Kulturen Respekt entgegenbringen sollte. Aber Cook war das offensichtlich nicht bewusst. Ich glaube, dass Cook einfach nur sein Schiff reparieren und schnell wieder weg wollte. Mit so etwas hatte er nicht gerechnet. Sein Verhalten war insofern in Ordnung, als dass er dadurch das Leben seiner Mannschaft rettete. Wäre er weniger diplomatisch oder verständnisvoll gewesen, wäre die Geschichte wohl ganz anders verlaufen. Cook verbringt 7 zermürbende, aber auch faszinierende Wochen am Endeavour River.
Trotz gelegentlicher Auseinandersetzungen mit den Aborigines machen sie einen tiefen Eindruck auf ihn. Sie mögen äußerst bemitleidenswert erscheinen, sind in Wahrheit aber viel glücklicher als wir Europäer. Ihr Dasein ist ruhig und beschaulich, von Standesunterschieden ungetrübt. Das Land und das Meer liefern ihnen alles, was sie zum Leben brauchen. Diese Ansicht hat vermutlich mit seiner eigenen Lebenserfahrung zu tun, denn er hatte sich ja in einer Gesellschaft mit strengen Klassenschranken hocharbeiten müssen. Cook notierte mit Bewunderung, dass in der Gemeinschaft der Aborigines jedermann gleich war. Was Cook über die Guugu Yimidir schreibt, wird später bei der Veröffentlichung seiner Logbücher gestrichen. Keine Standesunterschiede? Aborigines glücklicher als Europäer? Die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts sieht es nicht gern, wenn ihre Helden mit radikalen politischen Ideen liebäugeln. August 1770. Cook nimmt Abschied von den ihn so faszinierenden Menschen. Die Endeavour ist notdürftig repariert. Wieder navigiert er sein Schiff durch das labyrinthische Great Barrier Reef. Eine seglerische Meisterleistung. 18 Tage später geht James Cook ein zweites Mal an Land. Es folgt eine der umstrittensten Aktionen der gesamten Reise. Er beansprucht die komplette Ostküste Neuhollands für die britische Krone und nennt sie New South Wales. Wir kennen die geheime Order, die er vor seiner Abreise bekommen hatte. Er sollte den großen Südkontinent in Besitz nehmen, aber nur unter zwei Bedingungen. Erstens, wenn er unbewohnt war, und das war er ja offensichtlich nicht. Oder zweitens, wenn dort Menschen lebten, sollte er deren Zustimmung einholen. Auch das tat er nicht. Als Bediensteter des britischen Königreichs musste er jede Chance ergreifen, England einen Vorteil zu verschaffen, vor allem gegenüber Frankreich. Es war absolut illegal. Praktisch stahl er den Ureinwohnern diesen Kontinent. Und das ist bis heute nicht korrigiert. August 1770. Cook segelt nach Norden. Zurück in bekannte Gewässer. Die Endeavour ist unterwegs zum niederländischen Hafen von Batavia, dem heutigen Jakarta. Mehr als zwei Jahre war das Schiff mit nichts, auch nur annähernd europäischem, in Kontakt gewesen. Und jetzt Batavia, eine einzige Jauchegrube. Die Holländer hatten in der Stadt ab 1619 ein System von Grachten angelegt. In den Tropen keine gute Idee. Die Kanäle sind voll mit grünem Schleim und Fäkalien, ideale Brutstätte für Moskitos. Die Seeleute auf der Endeavour können die Stadt riechen, lange bevor sie sie sehen. Cook jedoch hat keine andere Wahl. Nur hier gibt es einen Trockendock. Und das braucht er dringend, um sein Schiff seetüchtig zu machen für die lange Heimreise. Schon bald brechen Krankheiten aus. Für Cook ein Albtraum. 2,5 Jahre hatten seine Männer alle Gefahren überlebt. Und jetzt sterben sie. Eines der ersten Opfer ist Tupaia, ein Polynesier, der ihn durch die Weiten der Südsee geführt hatte. Tupaia zeichnete für seinen Kapitän Karten, war Dolmetscher, Lehrer und Diplomat. Immer häufiger findet sich das Wort verstorben in Cooks Logbuch. Nach erfolgreicher Reparatur sticht die Endeavour wieder in See. Niemand an Bord weiß zu diesem Zeitpunkt, dass das Trinkwasser verseucht ist. Schon kurz nach der Abreise stirbt Sidney Parkinson. Dies war seine Kajüte. In Tausenden von Zeichnungen hatte er die Wunder der Natur festgehalten. Er wurde nur 25 Jahre alt.
Die nächsten 5 Monate hält der Tod das Schiff fest im Griff. Charles Green, Astronom. Mr. Sporing, Naturforscher. Jonathan Monkhouse, der zuvor dank seiner Idee mit der Schiffsbandage das Leben aller gerettet hatte. Sein Bruder William Monkhouse, der Schiffsarzt. Sie alle sehen die Heimat nie wieder. 15. März 1771, Kap der guten Hoffnung. Cook hat mittlerweile mehr als ein Drittel seiner Mannschaft verloren. So nah der Heimat, nachdem er seine Crew um die Welt geführt und keinen einzigen Mann durch Krankheit verloren hat, segelt er jetzt auf einem Totenschiff. Unter den Kranken herrschte eine große Niedergeschlagenheit. Jeder Mann sah sich bereits dem Tod geweiht. Das Leiden dieser Männer beginnt ironischerweise erst, als sie in die Zivilisation zurückkehren. Es scheint fast, als hätten sie nie zurückkommen sollen. Nach so langer Zeit kannten sich alle sehr gut. Starb jemand, ging auch immer ein guter Freund. Das hinterließ bestimmt auch bei Cook seine Spuren. James Cook weiß damals noch nicht, dass zur selben Zeit in London seine einzige Tochter gestorben ist. Gerade einmal 4 Jahre alt. Das zweite Kind, das seine Frau Elizabeth allein beerdigen muss. Sie hat keine Ahnung, wann und ob ihr Mann überhaupt jemals zurückkehren wird. Der Gedanke, dass die Frau die Kleinen allein beweinen musste, ist herzzerreißend. 2 von ihnen beerdigte sie hier bei der St. Dunstan's Kirche. Zuerst ihr Baby Joseph, später dann die kleine Elizabeth. Die Frau war in einer Bierschenke groß geworden und wusste, auf was sie sich einließ, als sie einen Seemann heiratete. Aber James Cook war kein gewöhnlicher Seemann. Von 16 Ehejahren verbrachten sie nur 4 gemeinsam. Sie musste ähnlich zäh und willensstark wie ihr Mann sein, um die Familie trotz der vielen Jahre der Trennung zusammenzuhalten. Auf ihre Art war sie ebenso außergewöhnlich wie er. Der 12. Juli 1771. Nach 2 Jahren und 11 Monaten auf See kommen endlich wieder die Kreidefelsen von Dover in Sicht. Englands erste große wissenschaftliche Entdeckungsreise ist beendet. Cook verlässt die Endeavour für immer. London erweist sich bei seiner Ankunft als genauso hektisch und verdreckt wie eh und je. Die Stadt hat sich kein bisschen verändert, er jedoch sehr. Cook geht nicht etwa zuerst nach Hause, sondern direkt zu seinen Vorgesetzten. 3 Jahre zuvor war er hier als unbekannter Steuermann angekommen, dem man anschließend sein erstes Kommando übertrug. Jetzt kehrt er zurück mit wertvollen Aufzeichnungen im Gepäck, nach denen er beurteilt werden wird. Neben seinen Logbüchern und Karten präsentiert er auch schon Pläne für eine zweite, noch kühnere Reise. Zeichen für sein gewachsenes Selbstbewusstsein und beginnende Besessenheit. Kaum zu Hause will er schon wieder weg. Das zeichnet ihn aus. Obwohl er die Reise äußerst erfolgreich abgeschlossen hat, will er sofort wieder auf See. In den Aufzeichnungen der ersten Reise zeigt sich, Cook ist zuversichtlich, genügend Wissen über den Pazifik zu haben, um ein für alle Mal zu klären, ob es den Südkontinent gibt oder nicht. Endlich kommt James Cook zu Hause in Mile End an. Im Schlepptau eine Schiffsziege, die 2-mal mit ihm die Welt umrundet hat. Ihr Dienst an Bord ist beendet. Jetzt soll sie Elizabeth und den Kindern Milch liefern. Cook erwartet, 4 Kinder zu sehen.
Es leben aber nur noch zwei, James und der kleine Nathaniel. Sagt er Elizabeth, dass er bald schon wieder fortgehen will? Gibt er ihr die Briefe, die er ihr in den drei langen Jahren geschrieben hat, als eine Art persönliches Logbuch, nur für sie? Fragen, die für immer ein Geheimnis bleiben. James Cooks erste Reise ist ein riesiger Erfolg, sieht man mal vom Problem bei der Beobachtung des Venustransits ab. Aber das war kaum seine Schuld. Er bringt hervorragende Karten von Australien und Neuseeland mit, zweier Länder, die er dem Königreich hinzugefügt hatte. Die naturgeschichtliche Sammlung ist so umfangreich, dass es Jahre dauert, alles zu katalogisieren. James Cook hätte Stadtgespräch sein sollen. Im Rampenlicht steht aber jemand, der buchstäblich dazu geboren war. Joseph Banks ist der eigentliche Star der Reise. König George III. Gewährt Banks eine Audienz. Später wird verkündet, dass der große Wissenschaftler zwei weitere Schiffe bekommen soll, um in der Südsee noch mehr Entdeckungen zu machen. Leute vom Fach jedoch haben Cooks Genialität längst erkannt. Einen Monat nach seiner Rückkehr treffen gute Nachrichten ein. Die Lords der Admiralität haben seine Logbücher und Karten studiert und halten sie für schlichtweg atemberaubend. Jetzt bekommt auch James Cook seine verdiente Audienz beim König. In Anerkennung seiner Leistung wird er anschließend zum Commander befördert. Wenig später sitzt er in seinem Lieblingscafé und schreibt Joseph Banks einen sehr schmeichelnden Brief. Die Reputation, die ich jetzt habe, verdanke ich vor allem Ihrer großartigen Unterstützung. James Cook tut alles, um Kommandant bei Banks nächster Reise zu werden. Denn die hat zum Ziel, die verbliebenen großen weißen Flecken der Erde zu erforschen. Auf seiner ersten Reise war Cook von Tahiti südwärts gesegelt und hatte Neuseeland und die Ostküste Australiens der Karte der bekannten Welt beigefügt. Weiter gen Süden vermuteten viele, auch Joseph Banks, den legendären, noch unentdeckten Kontinent. Und Cook hält sich für den richtigen Mann, das große Rätsel endlich zu lösen. Es wäre jammerschade, könnten wir diese ewige Frage jetzt nicht in Gänze klären. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, da der Navigator weiß, wo er danach schauen muss. Die Karte, die Cook für die Admiralität angefertigt hatte, zeigt die geplante Route, hier in Gelb markiert. Meiner Meinung nach existiert der Südkontinent nicht. James Cook glaubt nicht daran, die mysteriöse Terra Australis Incognita jemals zu finden. Auf dieser Reise wird er jedoch etwas tun können, das für ihn noch viel befriedigender ist: den größten Ozean der Welt zu kartieren. Wird kein solcher Kontinent gefunden, könnte sich der Navigator der Entdeckung weiterer Inseln in den Tropen widmen. Das würde seine bisherige Arbeit perfekter und vollständiger machen. Wie erhofft überträgt die Admiralität James Cook das Kommando der Expedition. Bei den Vorbereitungen muss er diesmal einem besonderen Umstand Rechnung tragen. Banks möchte auf keinen Komfort verzichten. Dienstpersonal, Musikanten und sogar seine Geliebte mitnehmen, als Mann verkleidet. Er lässt für sich und seine Entourage ein weiteres Deck einziehen, was das Schiff gefährlich kopflastig macht. Cook hält das Ganze für verrückt, sagt aber kein Wort. Das Schiff ist schlichtweg seeuntüchtig. Die Marine lässt die Aufbauten deshalb wieder entfernen. Wenig später besucht Joseph Banks sein Schiff, beobachtet vom Seekadetten John Elliott.
Mr. Banks fluchte wie verrückt und ließ sofort seine Bediensteten sowie seine Ausrüstung von Bord holen. Eine der vielleicht wichtigsten Partnerschaften in der Geschichte der Entdeckungen ist beendet. Joseph Banks und James Cook segeln nie wieder zusammen. Cook verhielt sich damals ziemlich gerissen. In Anbetracht seines niedrigeren Status lehnte er sich zurück und wartete einfach, bis Banks sich selbst aus dem Rennen warf. Am 16. Juni 1772 gebiert Elizabeth ihr fünftes Kind, George. Nur 5 Tage später verabschiedet sich James Cook wieder von Frau und Kindern. Er bricht auf zu einer Reise ans andere Ende der Welt. Eine Reise, von der er vielleicht nie zurückkehren wird. Auf den Tag genau, ein Jahr nachdem er die Endeavour zurückgebracht hat, läuft er wieder von Plymouth aus. Dieses Mal vertraut er nicht nur auf einen, sondern auf 2 Whitby Cats, robusten ehemaligen Kohletransportern. Cook befehligt die Resolution. Das Schwesterschiff, die Adventure, wird von Tobias Furneaux kommandiert. Der 36-jährige, erfahrene Seemann hat selbst schon einmal die Welt umrundet. Aber dieses Mal erwartet ihn eine noch schwierigere Aufgabe. Er muss mit James Cook mithalten. Cooks äußerst exakte Karten hatten einen entscheidenden Anteil am Aufstieg Großbritanniens zum mächtigsten Land der Welt. Und jetzt geht er auf eine Reise, um die bisherige Arbeit, wie er sagt, noch perfekter und vollständiger zu machen. Die Wortwahl ist sehr interessant, gibt sie doch wertvolle Hinweise auf seine Bestimmtheit und seine Obsession. Auch die Admiralität wollte natürlich noch etwas vom großen Navigator. Er sollte bei einem wichtigen Experiment mitmachen. Das Observatorium von Greenwich ist für britische Seefahrer des 18. Jahrhunderts buchstäblich das Zentrum der Welt. Hier beginnen die Längengrade der Erde. Die Breitengrade stehen fest. London liegt auf dem 51. und damit hat sich's. Mit dem Zählen der Längengrade dagegen muss man irgendwo anfangen. Wo das ist, ist eine rein politische Entscheidung. Und die trifft die mächtigste Nation der Welt. Geografisch gesehen ist deshalb dieses Teleskop das mächtigste Instrument der Welt. In direkter Linie mit dem Okular, hier auf dem Boden markiert, sehen wir den nullten Längengrad. Dieses Messingband verläuft quer durch den Raum, die Wand hoch und außen weiter. Und dann in unserer Imagination um den ganzen Erdball herum, um sich hier wieder mit sich selbst zu vereinen. Der Globus ist durch viele solcher imaginären Linien unterteilt. Sie dienten den Seeleuten des 18. Jahrhunderts zur Positionsbestimmung. Am einfachsten ging das, wenn die Schiffsuhr auf exakte Greenwich-Zeit eingestellt war. War es an einem bestimmten Ort laut Sonnenstand gerade 12 Uhr mittags, verglich man es mit der Zeit auf der Schiffsuhr. Jede Stunde Unterschied entsprach immer 15 Grad östlich oder westlich von Greenwich. Eigentlich ziemlich simpel. Nur gab es damals leider noch keine Uhr, die auch nur annähernd genau genug lief. Und das bringt uns zu John Harrison, einem Mann, den wir durchaus als Genie bezeichnen können. Der leidenschaftliche Uhrmacher hatte sich zum Ziel gesetzt, eine extrem genaue mechanische Uhr zu entwickeln, die auf einem schlingernden Schiff in tropischer Hitze und selbst bei Eiskälte funktionieren sollte. Er war Autodidakt. Und niemand traute ihm zu, das selbstgesteckte Ziel je zu erreichen. Für Harrison begann eine lebenslange Leidenschaft. Hier seine erste Uhr. Es brauchte 4 Männer, um sie zu heben. Über 4 Jahrzehnte hinweg perfektionierte er seine Uhren immer mehr, machte sie ständig kleiner und genauer.
Hier die H4, Harrisons Meisterwerk. Die Uhr, die James Cook auf der Resolution mit sich führt. Cook soll testen, ob sie sich tatsächlich zum exakten Bestimmen des Längengrades eignet. Jetzt ist der große Navigator voll in seinem Element. Er hat die totale Kontrolle. In einer Art und Weise, wie es ihm an Land nie vergönnt wäre. Ganz anders dagegen ergeht es seiner Ehefrau Elizabeth. 3 Monate nach Abreise ihres Mannes stirbt auch der kleine George. Zum 3. Mal muss sie ein Kind allein beweinen. Es wird annähernd 3 Jahre dauern, bis sie ihre Trauer mit ihrem Mann teilen kann. Viele tausend Seemeilen entfernt, im Südpolarmeer, nähern sich die Männer auf der Resolution einer Welt aus Eis. Januar 1773. Uns beherrscht Bewunderung und Schrecken zugleich, hervorgerufen durch den wunderschönen Anblick und die vor uns liegende Gefahr, fassbar nur durch die Hand eines begabten Malers. Die Rede ist vom 29-jährigen William Hodges. Er hält fest, was zuvor noch kein Europäer erblickt hat. Die ersten Gemälde der Antarktis. Um 11.14 Uhr haben wir den südlichen Polarkreis passiert. Zweifellos ist unser Schiff das erste und einzige, das diese Linie je überquert hat. Cook spricht nicht von Schiffen. Furneaux und die Adventure werden geflissentlich ignoriert. Dies ist Cooks Traum. Warum soll er den teilen? Irgendetwas passiert mit Cook auf dieser zweiten Fahrt. Er will beweisen, dass es den Südkontinent nicht gibt. Zumindest nicht jenes verklärte Land, in dem Milch und Honig fließen. Außerdem gilt es, etwas klarzustellen. Verletzt durch die Kritik, er sei bei seiner ersten Reise nicht weit genug gefahren, treibt er seine beiden winzigen Segelschiffe tief in die Eiswüste hinein. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern immer wieder. Dieser Besessene, der stolz darauf war, sich immer um seine Crew gekümmert zu haben, bringt jetzt sich und seine Männer an den Rand des Verderbens. Es gab keinerlei Heizung an Bord. Alle waren ständig durchgefroren bis auf die Knochen. Die von Cook verteilten warmen Mäntel schützten kaum vor der eisigen Kälte. Meistens barfuß und ohne Handschuhe mussten die Seeleute monatelang bei arktischen und subarktischen Temperaturen arbeiten. Irgendwann verlieren die Resolution und die Adventure im dichten Nebel den Kontakt. Während Cook weiter nach dem Südkontinent sucht, segelt Tobias Furneaux in Richtung Van Diemen's Land, dem heutigen Tasmanien. Er will herausfinden, ob das Van Diemen's Land mit dem australischen Kontinent verbunden ist, muss das Unternehmen aber wegen schlechten Wetters vorzeitig abbrechen. Neues Ziel, der Königin Charlotte Sund in Neuseeland. James Cook setzt unterdessen seine Erkundung des Südpolarmeers fort, um anschließend auch Kurs auf Neuseeland zu nehmen. Er ist jetzt 122 Tage auf See und hat 17.000 Kilometer zurückgelegt, ohne ein einziges Mal Land zu sichten. Ich fahre heute bequem mit der Fähre von Wellington durch den Sund. Vieles wirkt noch so unberührt, wie Cook es erlebt haben mag. Als er das erste Mal mit der Endeavour herkam, machte er hunderte astronomischer Berechnungen, um den Längengrad zu bestimmen. Jetzt vergleicht er die Ergebnisse von damals mit denen, die Harrisons Uhr ihm liefert. Zunächst eher skeptisch, ist er jetzt von der Präzision der Uhr begeistert und nennt sie einen verlässlichen Freund. Das Experiment ist ein voller Erfolg.
Die Harrison-Uhren oder Chronometer markieren eine neue Ära der Navigation, in der Seeleute nicht mehr mathematische Genies wie James Cook sein müssen, um die geografische Länge zu bestimmen. Er ist jetzt das zweite Mal in Neuseeland und sorgt sich über die Folgen, die der Besuch auf die einheimischen Maori hat. Für eine Eisenspitze oder etwas anderes, das ihnen von Wert erscheint, zwingen sie ihre Frauen und Töchter, sich zu prostituieren. Wir verderben ihre Moral und bringen ihnen Krankheiten, die sie vorher nicht kannten. Wer das verneint, soll sich nur anschauen, was die Europäer bei den Ureinwohnern Amerikas anrichteten. Cook wusste, dass Kontakte zwischen Crew und Einheimischen Ärger bringen konnte, zum Beispiel Streit um Frauen. Was Prostitution angeht, herrscht auf dem Schiff durchwegs die Einstellung: Hab ich Kohle, hole ich mir Schnaps und ein paar Mädels. Cook ist vermutlich der Einzige an Bord, der damit ein Problem hat. Er scheint regelrecht enttäuscht, dass sich die von ihm so geschätzten Maori von seinen Männern korrumpieren lassen. Er wird zusehends nervöser, ängstlicher und will möglichst bald aufbrechen. Ich glaube, nur auf See, an Bord seines Schiffes, kann er sich richtig wohlfühlen. Dort hat er alles unter Kontrolle. Nicht nur seine Männer, sondern seine ganz eigene Welt. Cook verlässt Neuseeland im Südwinter 1773. Die Suche nach dem mystischen Kontinent geht weiter. Es ist zu kalt, nach Süden zu segeln. Stattdessen nimmt er Kurs auf den Zentralpazifik. Plötzlich tauchen unerwartete Probleme auf. Im Gegensatz zum peinlich genauen Cook kümmert sich Furneaux wenig darum, was seine Männer zu essen bekommen. Die Folge? Erste Fälle von Skorbut. So sieht die typische Tagesration eines Seemanns aus. Ein Pfund Schiffszwieback, ein Pfund Pökelfleisch, ein halbes Pfund Erbsenbrei und fast 4 Liter Bier. Das zusammen liefert zwar genügend Kalorien, aber nicht ausreichend Vitamin C. Und ohne das bekommt der Mensch Skorbut. Skorbut raffte im 18. Jahrhundert mehr Seeleute hin als Krieg, Unfälle und Schiffsuntergänge zusammen. Ging man auf eine lange Reise, musste man doppelt so viele Männer mitnehmen wie eigentlich nötig, weil unterwegs meistens die Hälfte starb, und zwar eines schrecklichen Todes. Erst blutet der Gaumen, dann fallen die Zähne aus. Alte Wunden öffnen sich wieder, schon verheilte Brüche brechen erneut. Die Schleimhäute beginnen zu bluten, der Körper schwillt an und wird schwarz, bis man darum betet, endlich sterben zu dürfen. Und all das kann man ganz einfach vermeiden, durch Vitamin C. In diesen beiden Flaschen ist genügend davon, um eine Crew von 100 Mann ein Jahr lang vor Skorbut zu schützen. Nur zu James Cooks Zeit wusste das noch niemand. Cook hatte alles Erdenkliche an Bord, von dem die Leute glaubten, dass es irgendwie dagegen helfen würde. Er widmete der Gesundheit seiner Männer enorme Aufmerksamkeit. Das zeigt sich nicht nur in dem, was man ihnen als Schutz gegen Skorbut verabreichte, eine Mischung aus Malzbier, Orangenschalen und Sauerkraut. Darüber hinaus hielt Cook sein Schiff immer extrem sauber. Auf all seinen Reisen verlor er keinen Mann durch Skorbut. Juli 1773. Cook setzt seine Erkundungsreise durch den Pazifik fort. Er füllt verbliebene weiße Flecken, korrigiert Fehler und räumt Gerüchte über die Lage des Südkontinents aus, denn er findet nichts. Anschließend wendet er sich dem zu, was ich für den eigentlichen Grund seiner Reise halte. Er will endlich den Südpazifik genau kartieren, anstatt nach etwas zu suchen, von dem er sicher ist, dass es gar nicht existiert. Die Gemälde von William Hodges halten die betörende Schönheit Tahitis fest, liefern das Bild einer paradiesischen Südsee. Die Idylle ist jedoch trügerisch.
Wieder sieht Cook mit Sorge, wie seine Männer die einheimischen Frauen behandeln. Als er von Vergewaltigungen erfährt, greift er hart durch und lässt die Täter auspeitschen. Die Männer nahmen es hin, geschlagen zu werden, solange sie für die gleiche Tat auch immer die gleiche Strafe bekamen. Wankelmütige, launische Kapitäne dagegen konnten sie nicht aufstehen. War ein Kapitän hart, aber fair, wurde er respektiert und die Männer kamen zu ihm zurück. Cooks Männer kamen immer zurück. Als die Schiffe wieder ablegen, nimmt Tobias Furneaux einen jungen Tahitianer mit auf die Reise. Mai wird später das Lieblingskind der Londoner Gesellschaft. 4 Jahre zuvor hatte Joseph Banks Topaya mit nach England nehmen wollen. Der exzellente Navigator starb jedoch auf der Überfahrt. Auch auf dieser Reise kann James Cook noch von Topayas Wissen zehren. Er hat zahlreiche Karten dabei, einige davon akkurat, andere eher fantasievoll. Die mit Abstand genaueste jedoch wurde nach Topayas Angaben gezeichnet. Sie umfasst ein Areal mit einer Ausdehnung von 2200 Kilometern. Hier zum Beispiel ist eine Insel markiert, Muen Natayo. Cook segelt hin, findet sie und tauft sie um in Hovey Island. Hier am Rand eine weitere, Ohe Te Puto. Cook segelt hin, findet auch sie und benennt sie um in Savage Island. Dann geht ihm die Karte aus. Diese hier ist eine des großen holländischen Entdeckers Abel Tasman, entstanden etwa 130 Jahre früher. Hier zwei kleine Inseln, Amsterdam und Middleburg. Auch zu denen segelt Cook und findet sie. Als nächstes fügt er beide Karten zu einer Karte zusammen. Eine naheliegende Sache. Darüber hinaus gibt es uns jedoch einen guten Einblick in Cooks Geisteshaltung. Wir haben zwei Navigatoren, Abel Tasman und Topaya, den viele im 18. Jahrhundert als halbnackten Wilden angesehen hätten. Cook dagegen sieht sie als gleichwertig, unabhängig von Rasse oder Stand. Die Besessenheit, mit der sich Cook der Kartografie des Pazifik widmet, begeistert seine Vorgesetzten. Sie bewundern, dass er weit mehr unternimmt, als ihm aufgetragen, um den großen Südkontinent zu finden. Vier Monate lang kreuzen Cook und Furneaux mit ihren Schiffen im stillen Ozean. Dann nehmen sie ein weiteres Mal Kurs auf den Königin Charlotte Sund. James Cook und die Resolution laufen ein. Allein. Es folgt eines der traurigsten und schmerzhaftesten Kapitel aller Reisen des großen Entdeckers. Um genau zu erfahren, was hier geschah, treffe ich mich mit dem Historiker und Cook-Experten John Robson. War Cook eigentlich froh darüber nachzuweisen, dass es keinen großen Südkontinent gibt? Er sah es ganz nüchtern. Wenn es dort Land gibt, finde ich es auch. Cook wartet auf Furneaux und die Adventure fast einen Monat. Es drängt ihn jedoch, seine Entdeckungsreise endlich fortzusetzen. Ende November 1773 bricht er wieder auf gen Süden. Nur 5 Tage nach Cooks Abreise trifft Tobias Furneaux ein. Kaum sind wir 100 Meter in den Busch gegangen, ist der Anschein von Ruhe und Idylle wie weggeblasen. Stattdessen ist es hier ziemlich gespenstisch. Man spürt förmlich die Gefahr. Furneaux setzte ein paar Männer ab, um Proviant aufzutreiben. Sie kamen nie zurück.
Am nächsten Tag schickte er ein zweites Boot. Die Matrosen fanden nur noch die Überreste ihrer Kollegen am Strand. Kannibalen? Sie wurden auf jeden Fall umgebracht und zumindest Teile von ihnen gegessen. Und das hat wohl Furneaux völlig den Antrieb genommen, weiterzumachen, oder? Sie brachen sofort auf und waren wenige Monate später wieder in England. Cook weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, was Furneaux Männern zugestoßen ist. Er kreuzt noch immer tief im Süden, auf der Suche nach der Terra Australis Incognita. Historiker nehmen an, dass Cooks Erlebnisse in den eisigen Wassern der Antarktik Inspiration waren für Coleridges Ballade vom alten Seemann. Das Schifflein, es flitzte. Der Schaum, er spritzte. Das Kielwasser folgte im Dreh. Als Erste sind wir vorgestoßen bis hier, in diese pazifische See. Jetzt kam die Windsbraut. Sie war grausam und stark. Sie packte uns mit ihren Klauen und jagte gen Süden die Bark. Mit abfallenden Masten und schlürfendem Bug, wie jemand, den ein Schreiender schlug und auf seinen Schatten eintritt mit Fug und nach vorne sich flüchten streckt, so raste das Schiff und die Windsbraut pfiff und gen Süden sind wir getreckt. Nun kamen Nebel und Schnee, es wurde bitterlich kalt und Eis über Mast hoch vorbei an uns flog, so grün wie ein Esmerald. 13. Januar 1774. Cook sieht sich einer unüberwindbaren Barriere aus Eis gegenüber. Bei 71 Grad südlicher Breite ist er endlich an seine Grenzen gestoßen. Mein Streben führt mich in weitere Ferne als jeden anderen Mann vor mir. So weit, wie es dem Menschen nur möglich ist. Diese Unterbrechung schmerzt mich nicht. James Cook nimmt Kurs nach Norden. Vorher aber klettert der 15-jährige Seekadett George Vancouver, später selbstberühmter Seemann und Entdecker, auf den Bugspriet, um südlicher zu sein als je ein Mensch zuvor. James Cooks zweite Fahrt gilt als die wichtigste Entdeckungsreise aller Zeiten. Ironischerweise hat sie vermutlich am meisten Bedeutung für das, was er nicht fand. Durch systematische Arbeit löschte er den mythischen großen Südkontinent von der Weltkarte. Dieser Mann mit nur einfacher Schulbildung zerschmetterte mit einer einzigen Reise eine Idee, die Intellektuelle seit Jahrhunderten favorisiert hatten. Ihre Lehnstuhlspekulationen hielten Cooks rastloser Suche nach Fakten nicht stand. James Cook erzielte einen großartigen wissenschaftlichen Erfolg, wusste zu jenem Zeitpunkt aber noch nicht, dass er dafür einen schrecklichen Preis zu zahlen hatte. Der Mann, der immer die Kontrolle haben wollte, baute körperlich zusehends ab. Er litt unter schrecklichen Magenschmerzen, brach in Schweiß aus und konnte kaum noch stehen. Es war jedoch nicht verwunderlich, dass er nach solchen psychischen und körperlichen Belastungen jetzt völlig ausgelaugt war. Anders Sparman, HMS Resolution. Cook leidet ernsthaft unter, wie er es nennt, Gallenkoliken. Der Schiffsarzt gibt ihm das einzige Frischfleisch an Bord, ein Hündchen, zubereitet als kräftigende Suppe. Mir diente etwas als Nahrung, von dem es den meisten in Europa schlecht geworden wäre. Viele glauben Cook schon dem Tod geweiht, doch der hält an seinem Plan eisern fest. Im April 1774 nimmt er Kurs nach Westen, quer über den Pazifik zu den Neuen Hebriden und Neukaledonien, zur winzigen Norfolk-Insel und eine Woche später wieder zum Königin Charlotte Sund. Dank Cooks unermüdlicher Anstrengungen sind inzwischen viele der weißen Flecken im Pazifik getilgt. Doch je mehr Genauigkeit und Ordnung auf der Karte herrscht, desto mehr gerät Cooks Leben aus den Fugen. Der einst so beherrschte, ausgeglichene Mann wird von Tag zu Tag unberechenbarer. Er könnte jetzt direkt nach England segeln,
Aber James Cook sieht seine Aufgabe als noch nicht beendet. Er wagt einen letzten kühnen Vorstoß durch den eisigen Südatlantik und entdeckt Südgeorgien und die südlichen Sandwich-Inseln, aber keine zusammenhängende Landmasse. Er hat die Antarktis, den wirklichen Südkontinent, nie gesehen, wusste aber, sollte er existieren, ist es mit Sicherheit nicht der Ort, an dem Milch und Honig fließen. Es ist ein Land für immer begraben unter Eis und Schnee. Cooks Strategie auf dieser zweiten Reise ist klar. Mit drei großen Vorstößen, immer so dicht dran an die Antarktis wie möglich, wollte er beweisen, der Südkontinent existiert weder im Indischen noch im Pazifischen und auch nicht im Atlantischen Ozean. Mit einem Streich widerlegt er all diese Spekulationen und Mythen und liefert auch noch die bis dahin exaktesten Karten des Südatlantiks und des Südpazifiks. In 3 Jahren und 18 Tagen hat James Cook das Bild unserer Erde neu gezeichnet. Das Ziel dieser Reise wurde in jeder Hinsicht erfüllt, denn die südliche Hemisphäre ist zufriedenstellend erkundet und die Suche nach dem Südkontinent endgültig beendet. Cook hat sein Ziel erreicht. Er ist so weit wie nur Menschen möglich gegangen, aber war das vielleicht zu weit? Das erste bekannte Porträt James Cooks stammt von William Hodges. Es zeigt keinen edlen, triumphierenden Helden, sondern das düstere Bild eines Besessenen. Für all sein Streben zahlt James Cook einen hohen Preis. Dieser geniale Entdecker zeigt erste Zeichen des körperlichen und seelischen Verfalls, der letztlich zu seinem Tode führt.